Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K18 Universe. Es ist soweit, der nächste Pay-Per-View von Raw und SmackDown steht auf dem Tagesprogramm. Es ist Money in the Bank, wir haben heute zwei Money in the Bank Matches, wobei ich dazu sagen muss, die werden wir uns nicht anschauen, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ein Money in the Bank Match selbst zu spielen dauert schon ewig. Wenn man dann noch der KI zuschaut, dauert das gefühlt 8 Jahre. Und deswegen werden wir natürlich simulieren. Mein Match wird es heute wieder zu sehen geben. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem eine sehr, sehr coole Matchcard, wie ich finde. Abonnenten sind heute nicht dabei, das kann ich dazu sagen. Dafür war einfach gerade bei diesem Pay-Per-View, weil nämlich zwei vom US-Championship nehmen eben auch am Money-in-the-Bank-Match teil. Und eigentlich hätte ich gesagt, dass die vom US-Ranking sind eigentlich schon so gut hochgepusht. Also ihr könnt es das gerade nochmal anschauen, damit ihr versteht, was ich meine. Hier zum Beispiel Francisco Valeska wäre Mr. Mixeroid, also die wären auf jeden Fall dabei gewesen, sind auch beim nächsten Pay-Per-View definitiv dabei. Aber heute eben, gerade Hergi steckt dann eben im Money in the Bank Match mit drin und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Matchcard einfach mal an. So, da haben wir es. Naomi, Alexa Bliss, Asuka und Nia Jax. Es geht in einem Fatal 4-Way Match um den Titel, den Nia Jax hält, was ich immer wieder vergesse. Aber die hat ja Alexa Bliss den Titel abgenommen und Nia Jax verteidigt. Mickie James gegen Charlotte. Charlotte verteidigt. Schade. Dann Apollo Crews, Dean Ambrose, The Miz und Elias in einem Fatal 4-Way Match um den Intercontinental Title von Elias. Und Dean Ambrose ist wieder Champion. Dean Ambrose ist wieder neuer Champion. So, und dann kommen wir zu meinem Match. Jinder Mahal war leider der Hauptherausforderer, deswegen musste ich mich auf dieses Match einlassen, weil sehr, sehr viele eben von dem anderen Ranking da im, Money in the Bank Match stecken. Also, legen wir mal los. So, damit kommt die Ankündigung von JoJo, die wir jetzt natürlich leider wieder nicht hören, weil ich ja die Kommentatoren ausgestellt habe. Obwohl ich mir immer wieder vornehme, hey, zum Pay-Per-View stellst du die Kommentatoren wieder ein. Aber dann vergesse ich es doch wieder, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ich werde ja schließlich schon in ein paar Monaten 31. Wir hören auf jeden Fall jetzt die Musik des Herausforderers, Jinder Mahal. Und ja, das wäre natürlich der Worst Case, wenn Jinder Mahal gegen uns gewinnt. Aber ich denke mal, wenn ich Tommy gestern so geschlagen habe, dann sollte Jinder Mahal auch absolut kein Problem sein. Können wir skippen? Jinder Mahal relativ uninteressant, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen im Karrieremodus. Und ja, bin mal gespannt, ob der in WWE 2K19 dann lange Haare hat oder längere Haare. So, der gute alte Evo 2K, der Mann auf dem Podest, steht da oben und auch das können wir skippen, denn wir wollen das Match rein. Wir wollen in das Match rein. Mal gespannt, wie es wird. Unterschätzen dürfen wir auf jeden Fall Jinder Mahal nicht. Wir haben gestern den Fehler gemacht, wir haben Tommy total unterschätzt. Der Anfang war gut, aber dann, es kam hier noch Signature Finisher von ihm. Das war schon sehr, sehr brutal, was er gemacht hat. Naja, Jinder Mahal steht hier mit dem Blümchen auf der Buchse. Ja, und lässt sich jetzt hier, na gut, feiern lässt er sich nicht, lässt sich ausbuhen, so kann man es wahrscheinlich eher sagen. Da ballt er schon die Faust. Und hier ist er, der Champion, der Mann, der im Stehen schläft. Evo Elias. Halt das Ding einfach hoch, Junge. Ja, doch, die Fans reagieren schon ein bisschen auf mich. Ich denke mal, hier bin ich schon Favorit. Oder beliebter bei den Fans. Auch wenn ich ja noch momentan in der Heel-Rolle drin bin, die ich eigentlich gar nicht mehr so gezeigt habe. Eigentlich müsste ich schon in der Face-Rolle drin sein. So oft, wie ich schon hier von den Verrückten von Truth and Consequences attackiert wurde, müsste ich eigentlich ganz klar in der Face-Rolle drin sein. Ich attackiere nur noch die, die ich nicht mag. Ich attackiere nicht mehr jeden, wie ich es eine Zeit lang als Waxed Evo gemacht habe. So, der Titel wurde gezeigt. Jinder guckt nochmal, ob das Seil fest befestigt ist. Bei mir scheint es der Fall zu sein. So, Jinder. Also es ist kein Squash-Match. Das haben wir schon mal hier ganz klar fest. Das klappt anscheinend nur gegen Valenti. Oh, und da ist der erste Reversal von Jinder Mahal. Und ich habe gerade das Problem, dass ich nicht kontern kann. Und jetzt gibt er mir. 28% hat er schon. 37% hat er schon, alles klar. Nein, Mann, das war ein Tick zu spät. So, komm, geh gut, geh gut. Na, Mann, ey, das gibt's nicht.
Er kann aber auch nicht kontern. Aber das nutzt mir halt gerade nichts, weil ich auch nicht kontern kann. Boah, Jinder, was ist los mit dir, Mann? Oh, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Ich hatte jetzt vor, auf Seite steigen, ganz klar. So, mein Freund, jetzt gibt's aber mal hier ein bisschen. Ah, so lame Knee Drops, Mann, das nutzt doch nichts. So, und jetzt gibt's mal einen schönen Leg Drop und damit sind wir schon gleich bei 100%. Da haben wir es erreicht. Signature ist also da. Den nutzen wir natürlich auch dann direkt. Wenn er gut geht. Er geht gut. So gehört sich das. Ja, Leute. Haben wir hier so einen Knee Drop reingedrückt. Ach Mann. Oh, zu spät, verdammt. Der hat aber harte Beine, oder sind das Pickel? Ich weiß es nicht. Oh, zu spät. Niemals war das zu spät. Ah, Jinder ist aber gefährlich. Der hat wirklich schon... Oh nein, der hat 100% und Signature. Oh, fuck. Das war nicht gut. Jawohl. Ah, sein Finisher hat er nicht reingedrückt bekommen. Aber wir haben jetzt, ja, wenn der gut geht, wenn der gut geht, er geht gut, jawohl. Zwei Finisher am Start. Wir werfen den mal über das oberste Seil. Gucken wir uns mal an. Ja, das war so eigentlich nicht geplant. Ach man, es ging nicht, Mann. Wieso kann ich denn da nicht dagegen die Absperrung reinhauen? Dann sollten wir vielleicht meinen Ring zurückgehen. Oh, Entschuldigung, Ring ist da. War keine Absicht. Mein Fehler, sorry. Ja, halb getroffen. Ich habe mich zwar auch verletzt, aber immerhin. Körperzustand von Jinder ist toll. Das gefällt mir. Was ist los, Jinder? Ich hab schon wieder ein Signature. Kannst ja keinem erzählen, wie schnell das hier heute geht. Jawohl. Und das ist die Platzwunde. Räumen wir mal hier auf. Hier gibt es ja mal zwei Tische. Ich hoffe ja mal, dass es irgendwann mal ein 2K-Teil gibt, wo da auch die ausländischsprachigen Kommentatoren dran sitzen. Nein, Mann! Oh, er hat meinen Oh-My-God-Move gekontert. Oh, das ist nicht gut. Jo, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt werde ich eventuell gleich ausgezählt. Ja moin, dankeschön Jindermal, alles klar, bester Sieg meiner Karriere. Alter Schwede, ist die KI doof. Tja, souverän den Titel verteidigt, würde ich mal sagen. Sorry, aber was soll ich da machen? Oh, er ist jetzt so gut werden sollen. Naja gut, Seth Rollins gegen Brock Lesnar, Universal Titel Match, No Holds Barred Match und Brock Lesnar ist der neue Universal Champion. Er hat gegen Seth Rollins gewonnen, der eigentlich den Titel relativ lang gehalten hat. Aber jetzt mal wieder hier ordentlich frischer Wind. Es wurde gefordert, Brock Lesnar öfters wieder in den Shows zu sehen. Ich glaube, jetzt haben wir den. Oder auch nicht. Wenn es wie in der Realität ist, dann sehen wir Brock Lesnar jetzt nie mehr. So, was haben wir jetzt? Das Six-Man-Ladder-Match von SmackDown. Hergi, Valenti, Shinsuke Nakamura, John Cena, Finn Balor und Kevin Owens.
Ich bin gespannt, wer das Match gewinnt und wir werden es jetzt erfahren. Es ist Valenti. Valenti hat den Money in the Bank Koffer gewonnen. Holy shit, Mann. Da kann ich jetzt schon mal sagen, ich werde Valenti fragen, wann er möchte, dass ich den Koffer einlöse. Er darf das entscheiden. Das werde ich aber jetzt allgemein in den Discord-Channel reinschreiben. Für den Fall an alle, dass mir alle mal privat schreiben sollen, wann der Money in the Bank Koffer eingelöst werden soll, für den Fall, dass sie gewinnen sollten. So. Bei Raw, Braun Strowman, AJ Styles, Samoa Joe, Randy Orton, Dolph Ziggler, Roman Reigns. Und wer holt hier den Money in the Bank Koffer? Es ist Roman Reigns. Roman Reigns also mit der Chance, Brock Lesnar den Titel abzunehmen. Da muss er sich aber ranhalten, weil Brock Lesnar ist ja nie da. Am besten heute noch. Tja, Leute, dann schauen wir mal in die News rein. Roman Reigns hat das Money in the Bank Match gewonnen und kann den Champ herausfordern. Charlotte hat die SmackDown Women's Championship erfolgreich verteidigt. Alles klar, über den Rest schreiben wir einfach mal nix. Rivalitäten. Brauchen wir nicht gucken. Wir gehen einfach zur nächsten Show. Wir gehen in die nächste Woche. Wir sind schon wieder im Juli, Leute. Also, ja, dann schauen wir uns das Power Ranking nochmal an. Dean Ambrose auf der 1. Vielleicht ich hätte die 1 verdient für diesen... Na hier, völlig zu Recht auf Platz 11. Für die Dummheit hat Jinder Mahal nie mehr ein Match verdient, ohne Scheiß. Das war echt... keine Ahnung, wenn das so normal passiert. Aber nicht im Titelmatch beim Pay-Per-View. Diese KI ist einfach der absolute Knaller. Und wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja hier, gib dem doch noch eine Chance. Wie gesagt, diese Dummheit, die KI, ich belohne die doch nicht noch dafür, dass sie nochmal ein Match bekommt. Vorhin hat der eh nur sein Match gehabt, weil die anderen keine Zeit hatten. So einfach ist das. Naja, bin ich mal gespannt, wann der gute alte Valenti seinen Koffer einlösen wird. Eieiei. Sind wir die ganze Liste hier schon wieder durchgegangen? Der arme Elias, ey. Hä, aber warum war Elias, obwohl der Intercontinental Champion ist, warum ist der denn so weit hinten? Das ist ja mal mega krass. Weil vorher war er auf 143. Für den Intercontinental Champion ist das ja mal mega lachhaft. Na gut, das waren alle 170 mal wieder. Und damit ist ein Pay-Per-View zu Ende. Ich hätte euch natürlich gerne geileres Gameplay geliefert. Am besten so wie gegen den Tommy. Aber ja, wenn Jinder Mahal nicht will, dann hat er halt Pech gehabt. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder was in die Kommentare, was euch gut gefallen hat. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, bevor ihr ein Dislike da lasst, schreibt lieber konstruktive Kritik in die Kommentare, damit wir das Ganze dann aufarbeiten können. Ansonsten, wenn ihr Bock drauf habt, selbst hier dran teilzunehmen, in der Videobeschreibung sind zwei Videos verlinkt mit Teilnahmebedingungen und wie ihr euren Charakter dann richtig in die Community-Inhalte hochladen könnt. Die schaut ihr euch an und anhand dieser Teilnahmebedingungen erstellt ihr euch einen Wrestler. Und ja, wenn ihr auf der PlayStation 4, das muss ich noch dazu sagen, ihr müsst auf der PlayStation 4 spielen. Auf der Xbox und so geht das nicht, weil ich auf der PS4 spiele. Es gibt nur für jede Konsole ein eigenes Portal. Also ihr müsst auf der PS4 spielen. Kommt gerne auf meinem Discord-Channel vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, was gibt's denn noch so zu sagen? Ja, wie heißt es denn hier? Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr dort registriert seid, auch gerne mal ein Like da lassen. Ich bin gerade voll neben der Spur. Wie heißt das? Ein Like, ein Abo und ein Follow. Also irgendwas davon. Aber registriert euch nicht extra wegen mir da. Also das müsst ihr auf jeden Fall nicht machen. Nur, wenn ihr dort bereits registriert seid. Ey, ich habe voll verkackt heute, die Absage. Oder die Verabschiedung auf jeden Fall. Nehmt's mir nicht übel, Leute. Ich muss in 2,5 Stunden aufstehen und zur Arbeit. Ich musste unbedingt diese Folgen jetzt noch aufnehmen. Ich habe es jetzt bis Money in the Bank durchgezogen, wollte eigentlich noch bis Extreme Rules das durchziehen, aber jetzt ist es eben nur bis Money in the Bank geworden. Und ja, aufgrund der Uhrzeit sollte das eigentlich dann okay sein. Und ja, wenn euch hier auf jeden Fall bis auf die Verabschiedung alles sehr, sehr gut gefallen hat und ihr wollt wissen, wie es weitergeht, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst, Teil der Evo Army werdet und diesen Weg mit uns allen geht. Wäre eine sehr, sehr coole Aktion von euch. Ich bedanke mich dann jetzt bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.